Moin und Namaste. Willkommen zu Vatten Yoga und willkommen zu einer energetisierenden Yoga-Einheit. Im Sommer hat man ab und zu mal einen Durchhänger, wenn es warm ist. Und dagegen wollen wir was tun. Wir wollen heute zusammen auf die Matte gehen und energiegeladen und frisch wieder von der Matte hüpfen. Also hopp auf die Matte und los geht's. Wir beginnen heute in Balasana, in der Pose des Kindes. Also komm an das Ende deiner Matte, erstmal auf die Fersen und dann legst du deine Arme neben deinem Körper ab und bringst gleichzeitig deine Stirn Richtung Matte. Schließe die Augen nochmal für einen Moment. Und finde zu deinem Atemrhythmus, entspanne deine Schultern und deinen Rücken. Komme im Hier und Jetzt an. Die Pose des Kindes bringt deinen Körper und deinen Geist ins Gleichgewicht. Du findest wieder zu mehr Klarheit. Habe auch innere Ruhe. Noch 3 Atemzüge hier. Spüre, wie dein Bauch bei jedem Einatmen gegen deine Oberschenkel presst. Und beim Ausatmen lässt der Druck wieder nach und du ziehst den Bauchnabel nach innen. Beim nächsten Einatmen richtest du dich langsam nach oben auf, kommst in den Vierfüßler, fächerst deine Hände weit auf, stell deine Zehenspitzen auf und dann schiebst du dich nach oben in den herabschauenden Hund. Deine Fersen müssen nicht gleich den Boden berühren. Sie ziehen Richtung Matte. Du kannst gern etwas auf der Stelle treten. Bring die Hände noch ein kleines Stück weit nach vorn. Und dann zieh deinen Rücken in die Länge, schieb deinen Oberkörper zurück, lass deinen Kopf entspannt hängen. Komme vielleicht in einen ruhigen Hund, atme ein. Und bei jedem Ausatmen ziehst du den Bauchnabel nach innen und schiebst dich noch etwas mehr in die Dehnung hinein. 3 Atemzüge hier. Presse besonders in deinen Daumen und deinen Zeigefinger, um deine Handgelenke etwas zu entlasten. Und dann kommst du in ganz kleinen Babyschritten nach vorn zum Mattenanfang. Lass deine Hände aufgestellt in die ganze Vorbeuge. Lass deine Beine ruhig noch etwas gebeugt und deine Arme entspannt hängen. Auch dein Nacken ist ganz locker. Genieße die Dehnung in deinem Rücken. Und beim nächsten
Einatmen, rollst du dich Wirbel für Wirbel nach oben. Deine Arme hängen ganz entspannt nach unten. Presst deine Füße in die Matte. In der Berghaltung angekommen, rollst du deine Schultern einmal nach hinten, öffnest deine Brust. Und dann atme ein, bringe die Arme über die Seiten nach oben und die Handflächen zueinander. Und sobald sich die Handflächen berühren, wendest du deinen Blick Richtung Himmel. Wenn du magst und kannst, also wenn du gut ausbalanciert bist, kannst du deine Augen schließen. Und in dieser gestreckten Berghaltung wird unsere Energie aktiviert. Wir ziehen den Bauchnabel nach innen, atmen tief ein und aus und durch die Öffnung unserer Körpervorderseite kann die Energie fließen. Atme noch einmal tief ein. Zieh deine Arme nochmal in die Länge. Ausatmen, öffne die Hände und komme nach vorn in die ganze Vorbeuge. Stell deine Fingerspitzen auf, zieh deine Stirn Richtung Oberschenkel. Einatmen, komme in die halbe Vorbeuge. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge. Dann tritt zurück in den herabschauenden Hund. Schieb dich wieder nach hinten. Denke an deinen entspannten Nacken. Dein Blick geht zwischen deinen Beinen hindurch. Zieh deinen Rücken in die Länge. Und dann senke deine Beine zur Matte ab. Schieb deinen Oberkörper nach vorn und leg dich auf den Bauch ab. Dein Blick geht nach unten. Roll die Schultern weg von den Ohren. Atme ein und komm in eine kleine Cobra. Deine Ellenbogen ziehen zum Körper hin. Ausatmen, senke ab. Noch zweimal so. Atme ein. Cobra. Ausatmen, senke ab. Einatmen. Cobra. Und ausatmen, senke ab. Bring deine Arme ausgestreckt neben deinem Körper. Die Schultern rollen wieder nach hinten und wir kommen in Shalabhasana, der Heuschrecke. Du atmest ein und beim Ausatmen löst du deine Beine und deinen Oberkörper von der Matte. Du ziehst mit deinen Handflächen nach hinten, machst deinen unteren Rücken ganz lang, hältst kurz. Ausatmen, bring dein rechtes Ohr zur Matte, lege ab. Nimm einen tiefen Atemzug. Dann bring deine Stirn wieder Richtung Matte. Noch einmal in die Heuschrecke. Schultern drehen weg von den Ohren. Löse die Hände vom Boden, den Oberkörper und die Beine und halte. Dein Blick geht Richtung Matte. Und dann lege dein linkes Ohr auf die Matte und entspanne kurz.
Komm zur Mitte zurück und schieb dich von hier aus in den Vierfüßler. Knie unter deiner Hüfte. Die Hände weit aufgefächert unter deinen Schultern. Und dann kommen wir klassisch in Katze und Kuh. In der neutralen Position ziehst du deinen Bauchnabel nach innen, sodass dein Rücken gerade ist. Einatmend beginnst du vom Becken her in ein Hohlkreuz zu kommen. Schultern ziehen weg von den Ohren und dein Blick geht nach vorn in die Kuh. Ausatmen, wieder vom Becken anfangen, deine Wirbelsäule rund werden zu lassen und dann ziehst du zum Schluss dein Kinn Richtung Brust. Noch zweimal so. Atme ein, komm in die Kuh. Ausatmen in die Katze. Deine Hände pressen fest in die Matte. Noch einmal einatmen in die Kuh. Ausatmen in die Katze. Komm in die neutrale Position. Bring deine Beine zusammen und schieb dich zurück in die Pose des Kindes. Deine Hände bleiben diesmal vorn und pressen aktiv in die Matte. Deine Stirn zieht Richtung Boden. Tiefe Atemzüge hier. Beim nächsten Einatmen kommst du von hier aus auf deinen Weg in den herabschauenden Hund. Gehe nochmal tief in diese Position. Drei Atemzüge hier. Auch hier ziehen deine Schultern nach hinten. Und dann komm wieder in kleinen Babyschritten oder einem großen Schritt nach vorn zum Mattenanfang. Ganze Vorbeuge, zieh deine Stirn Richtung Knie. Einatmen, presst deine Füße in die Matte, roll dich nach oben auf. Berghaltung. Einatmen, bringe die Arme wieder gestreckt über den Kopf, die Handflächen zusammen. Und wir aktivieren nochmal unseren Energiestrom. Dein Blick geht nach oben, deine Arme ziehen nach oben, dein Bauchnabel zur Wirbelsäule. Noch einen tiefen Atemzug. Und beim Ausatmen löst du die Hände voneinander und gehst wieder tief in die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, gehst du noch einmal tief. Und kommst wieder zurück in den herabschauenden Hund. Diesmal nur ein Atemzug hier, schieb dich nach hinten. Und beim Ausatmen bringst du die Knie zur Matte. Stell deine Hände ein kleines Stück weiter nach vorn auf. Und dann lässt du dein Becken langsam nach vorn gleiten. Legst deine Füße auf die Matte ab. Und dann presst du mit deinen Füßen fest in die Matte und löst deine Knie und Unterschenkel vom Boden. Rollst die Schultern nach hinten, öffnest dich nach oben in den heraufschauenden Hund.
Atme tief und gleichmäßig. Eine sehr aktivierende, öffnende Asana. Senke die Knie ab. Schiebe dein Po über dein Gesäß. Bringe die Hände wieder zurück, sodass du im Vierfüßler bist. Und jetzt kommen wir in den halben Bogen. Du atmest ein und löst dein rechtes Knie von der Matte. Streckst dein Bein nach hinten aus. Ziehst deinen Fuß erst einmal flex, findest deine Mitte. Und dann beuge deinen Unterschenkel. Lass deinen Fuß nach oben zeigen. Und dann löst du deine linke Hand vom Boden, bringst sie nach vorn. Und dann nach hinten zu deinem Fuß, greifst den Innenfuß, finde deine Balance, atme ein und beim Ausatmen schiebst du deinen Fuß nach hinten und dein Blick geht nach vorn, der halbe Bogen. Eine kräftigende und zugleich dehnende Asana. Öffne die ganze Vorderseite deines Körpers, inklusive deines Oberschenkels. Ein Atemzug noch, halte durch. Und dann löse langsam auf, bring deine Hand zur Matte, zieh dein Bein nochmal in die Länge und dann bring dein Knie zur Matte. Schieb dich einmal zurück in die Pose des Kindes. Die Arme bleiben wieder vorn, aber jetzt kannst du sie ganz entspannt auf der Matte ablegen. Beim nächsten Einatmen kommst du wieder nach oben in die neutrale Position, in den Vierfüßler und wir wechseln die Seite. Du atmest ein und bringst dein linkes Bein gestreckt nach hinten, dein Fuß zieht flex. Finde deine Mitte, zieh deinen Bauchnabel nach innen und dann schiebst du deinen Fuß nach oben Richtung Himmel. Dann verlagere dein Gewicht auf deine linke Hand, atme ein, löse die rechte Hand vom Boden. Und dann bringst du deine rechte Hand zu deinem Fuß, greifst wieder deinen Innenfuß. Und wenn du dich sicher genug fühlst, atmest du ein, schiebst deinen Fuß nach hinten und deinen Blick nach vorn. Einen Atemzug noch, tief einatmen und ausatmen, löse auf, bringe deine Hand zur Matte, streck dein Bein nochmal nach hinten aus, zieh deinen Fuß flex, ausatmen, komm in den Vierfüßler. Und von hier aus bringst du deine Knie zusammen, wanderst mit deinen Händen nach hinten und kommst so in den Fersensitz. Ich drehe mich einmal zu euch. Wir kommen in eine kleine Drehung. Oder ich zeige das mal so am besten, so ein bisschen schräg. Du bringst deine linke Hand zu deinem rechten Bein und deine rechte Hand in deinen unteren Rücken. Die Schulter dreht nach hinten. Dein Blick geht nach vorn. Atme ein, zieh dich in die Länge
Und beim Ausatmen ziehst du den Bauchnabel nach innen und beginnst dich zu drehen. Einatmen, wächst du noch einen kleinen Millimeter. Und ausatmen, gehst du noch ein bisschen mehr in eine Drehung hinein. Atme ein, ausatme noch ein letztes Mal, Nabel nach innen ziehen und dann löst du langsam auf. Wir wechseln die Seiten, bring deine rechte Hand zum linken Bein, deine linke Hand zum unteren Rücken, deine Schulter rollt nach hinten unten, atme ein und wachse. Und ausatmen, gehst du in eine Drehung hinein. Und jedes Mal, wenn du einatmest, wirst du noch ein kleines Stück größer. Und ausatmen, gehst du noch ein kleines bisschen mehr in deine Drehung hinein. Noch zwei Atemzüge hier. Einatmen, komme zurück. Und dann komm über die Seite in eine sitzende Position. Hast die Beine aufgestellt, bring die Hände nach vorn und dann rollst du dich wirklich Wirbel für Wirbel ganz langsam auf deine Matte ab. Bringe die Arme entspannt neben deinen Körper. Öffne deine Füße mattenbreit. Zieh die Schulterblätter leicht zueinander. Und jetzt atmen wir noch einmal tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Und sinken tief in unsere Matte. Entspannen uns bei jedem Atemzug ein kleines Stück mehr und genießen einen Moment der Stille. Und dann beginne mit deinen Fingern und deinen Zehenspitzen zu wackeln. Lasse deine Handgelenke und Fußgelenke kreisen. Streck dich einmal lang, regel dich wie morgens im Bett. Und dann dreh dich auf die Seite. Und bedanke dich noch einmal bei dir selbst, dass du heute den Weg auf die Matte gefunden hast. Und dann komm langsam nach oben
Wir treffen uns noch einmal im Schneidersitz. Sitze noch einmal aufrecht. Atme ein, bringe die Arme über die Seiten nach oben. Bringe die Hände noch einmal zusammen. Nimm noch mal 3 tiefe Atemzüge hier. Und beim letzten Ausatmen ziehst du deine Hände vor dein Herz. Das war unsere Yoga-Einheit für ein bisschen mehr Energie im Sommer. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du fühlst dich jetzt gut, zufrieden und entspannt. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Samstag wieder auf der Matte. Ich wünsche dir bis dahin eine wunderbare Zeit. Bringe deine Hände zur Stirn. Möge Frieden in deinen Gedanken sein. Bring deine Hände zum Herzen. Möge Frieden in deinem Herzen sein. Bring deine Hände zum Mund. Möge Frieden in deinen Worten sein. Von meinem Herzen zu deinem. Namaste.